So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So, Folge, warte mal, 6, 7, 8, 9 meine ich, wären wir jetzt mittlerweile schon. So, hier werden wir jetzt erstmal einen rausnehmen. Wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben. No, oh no, oh no. Ja, das wollte ich nicht. Haben wir hier irgendwo einen Speicherpunkt gehabt? Ja, nee, also ich kann mir die zwei Opfer nicht aufs Gewissen packen. Da komme ich nicht drauf klar. So, runterrollen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke mal, wenn wir gleich fertig sind, werden wir einfach das Portal benutzen. Dann haben wir nämlich hier erstmal Ruhe. What? Weißt? So, der wird sich jetzt nochmal gleich nochmal umgucken. Oh Mann, da habe ich ja fast Mist gebaut. Oh, meine Güte. Freeze, 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 alles cool. So, jetzt werde ich euch nämlich schnappen. Shoot in the head. Was kann ich dir? Hahaha, ich bin ein böser Slick. Na gut, ich muss mich dann jetzt hier wohl alleine in der Ecke umbringen. Ja, so hat es jetzt auch gut geklappt. Dann musste ich die gar nicht mit irgendwelchen Sprengsachen töten. Eieiei, das Problem ist aber vielleicht... Wie rette ich denn die Kollegen? Da ist mein Ausgang. Das heißt... Oh Mann! Eieieiei, da hätte ich es beinahe wieder fast verkackt. So, ihr dürft hier rein. Genau, bitteschön. Und dann werde ich diesen Weg hier nehmen. Und dann bin ich ein ganz glücklicher kleiner Modukon. Aua, ja, ist ja gut. Hat ja trotzdem gereicht. Nice. So, dann kriegen wir nämlich auch hier einen Checkpoint und alle sind zufrieden. Ist das nicht wunderbar? Ach so. Verstehe. Eieieiei, diese blöde Geschichte, da muss man timing-technisch ja richtig auf Zack sein, würde ich sagen. So, hier können wir jetzt erstmal auf keinen Fall los. So, da müssen wir gleich einen großen Sprung zurücklegen. Eieiei, da habe ich mich doch ein bisschen zu früh bewegt. Uncool. Aber eigentlich recht easy, meine ich. Wir waren ja so gut wie durch, ne? Jetzt müssen wir halt nur ein bisschen warten. Und dann läuft das. So. Auf hoch. Runter. Warten, warten, warten. Meinetwegen schon mal hochgehen. Einmal springen und wieder runter. Und dann läuft das, glaube ich. Dann läuft das. Genau, dann... Ach, scheiße, ich muss noch ein bisschen warten. Ich muss ja so ein ganz kleines Stückchen nach vorne. Denn ich weiß nicht, ob die Sprungkraft von April ausreicht, wenn ich so ein bisschen weiter weg bin. So, jetzt hauen wir da ab. Alles gut, alles gut. So, hier kann ich auf jeden Fall nicht schaunten, das ist schon mal klar. Nein! Ich will nur runter und... Nein, Alter, ey, bitte! Ist das dein Ernst, Abe? Jetzt springt er da in die... Oh, nö. Tatsächlich springt er da in diese blöde Mine rein oder was auch immer das sein soll, in diese Bombe. Also,
hat man alles geschafft und dann passiert sowas. Ach ja, ach ja. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit meiner Nähe. Ja, jetzt langsam reicht's. Glaube ich. So, genau. Nee, das ist mir immer noch ein bisschen zu blöd. So. Ha, jetzt habe ich aber richtig Angst gehabt. So. Genau, lass mich erstmal hier ganz kurz runter. Und mir den Speicherpunkt hier besorgen. So, dankeschön. So, was? Ach so, der. Ja, sorry. Ja, sorry, tut mir voll leid, aber ich will eigentlich nur lesen, was da steht, oder? Tippe den Sack an. Warum? Ach so, weil hier Steine rausfliegen. Ah, verstehe. Ah, dann kann ich hier wahrscheinlich gleich Minen und so Geschichten ne, Wische? Minen kaputt machen. Genau so meine ich es nämlich. Oh, da war ein bisschen zu. Und ab rein ins Geschehen. Was haben wir denn hier? 88 Ausbrecher und 0 Opfer. Oh Mann. Okay, Chef. Das geht noch anders. Definitiv. Ich muss da irgendwie... Ach, das wird schon wieder mit Rennerei und hier und hast du nicht gesehen. Das ist dann eine ganz tolle Sache. Ah ne, hier geht's nicht. Genau da mal hoch. Na. So, hier nochmal durch. Dann die Tauben wieder verscheuchen. So mag ich's gerne. Ja, komm schon. Taubis, Tauben. Zack. Und rein. So, jetzt haben wir nämlich da auch sowieso einen Speicherstand in der Fabrik. Ha, das war ja total dumm. Direkt einfach runtergesprungen. Kann ich denn hier einfach auch jemand übernehmen? Nee, eigentlich nicht. Ich muss den irgendwie den unteren erstmal. Irgendwie den unteren kriegen. Ah, da läuft aber, glaube ich, ein ganzes Stück weg, wenn er jetzt, wenn ich jetzt gleich sofort hinterher laufe. Dann mag das sein, dass ich das schaffe. Alter, ja, ist klar. Ich habe nichts gemacht. Jau, das, ich meine, jau ist klar jetzt da mit diesem Bewegungssensor da hinten auch noch, ne? So. Alles cool. Ich stehe aufrecht und er läuft einfach an mir vorbei. Läuft. Hüpf doch, Abe, hüpf doch. Ja, ich habe eigentlich die Hüpftaste gedrückt, aber weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich es auch nicht gedrückt. Ich bin mir da nicht sicher, muss ich sagen. Also ich habe es so gemacht, ne? Naja, oder doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich muss mir das nachher mal in der Aufnahme anschauen. Kurios allemal. Aber jetzt wissen wir ja auch, wie es läuft, ne? Zack, hier nämlich rein. Und dann, sobald er hier drin ist, geht's hier in die nächste Ecke. Oh Mann, jetzt haben wir es uns auf jeden Fall nochmal extra hart gemacht. Wie soll das denn jetzt noch klappen? Das klappt nicht mehr. Eigentlich kann ich mich runterschmeißen. Hm, ja, okay, alles klar. Aber das ist ja eigentlich, dann haben wir da ein weniger. Dann müsste ich den da
oben irgendwie wegkriegen. Aber wie? Wie zum Teufel? Rein theoretisch muss ich mich erstmal umbringen und dann muss ich eigentlich nur einen von den Slicks da irgendwie wegkriegen. Dann läuft das auch. Ach, übrigens so ein kleiner Funfact am Rande. Früher, also im Original Oddworlds Apes Odyssey, gab es nur 99 Mitarbeiter, die man retten musste. Jetzt sind es 208, beziehungsweise 299. So. Hier warten wir nochmal ein Stückchen ab. Drehst du erstmal um. Oh, lol. Ey, was soll das? Alter, das ist aber eine ganz schön komplizierte Geschichte. Nee, ich glaube, ich stelle mich gleich ganz, ganz an den Rand und dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht irgendwas retten kann. So. Hier. So, und jetzt werde ich mal gucken, ob die Reichweite vielleicht nicht ausreicht. Okay, alles klar. Damit wäre die Sache schon mal geklärt. Klappt so nicht. Einfach mal drauf loslaufen. Eigentlich wollte ich ja nur den machen, ne? Und dann da vernünftig wieder ran. So, Kollege, jetzt drehe ich wieder um. Dann kann ich nämlich hier hochsteigen und dir hinterher schleichen. So ganz, ganz, ganz geheim. Ja, 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 ja. Hier werde ich jetzt nochmal ein Stückchen warten müssen. Alter! Da muss ich ja sofort mich auf den Weg machen und mich da hinstellen. Aber wie zum Teufel, frage ich mich auch gerade. Ich muss ja irgendwie einen von denen wegkriegen. Ich kann auch einfach rennen. Interessant. Solange ich da drin bleibe. Alter, so. Ich sehe auch gerade die Zeit, die läuft uns davon wieder mal. Ich habe zwar das ein oder andere Mal überzogen, aber jetzt ist auch wieder eine Stunde her, dass ich jetzt quasi angefangen habe. Ich denke mal, ich werde an dieser Stelle mal speichern und mal gucken, wie wir dann beim nächsten Mal hier weitermachen können. Ob ich es dann endlich mal auf Anhieb schaffe oder wir nochmal 5, 6, 7 Fails mir euch angucken könnt. Ob ihr euch nochmal 5, 6 Fails angucken könnt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich werde nächstes Mal ein bisschen geschickter sein und geschickter agieren und vielleicht auch eine Lösung des Problems hier dann finden und dann, ja, können wir auch endlich weitermachen. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Für mich ist es diesmal auch morgen, weil ich jetzt aufhöre zu schneiden, ach Quatsch, zu spielen. Genau. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao.